Das Tropical Islands befindet sich im Brand, ca. 70 Kilometer entfernt von Berlin. Der Indoor-Wasserpark wurde im Jahr 2004 eröffnet und befindet sich in der ehemaligen Luftschiffhalle, der größten freitragenden Halle der Welt. Diese monströse Halle ist 360 Meter lang, 210 Meter breit und 107 Meter hoch. In diesem Video werde ich euch den gesamten Wasserpark vorstellen und ebenfalls zeigen, welche Attraktionen und Rutschen sich am meisten lohnen. Des Weiteren gibt es ein allgemeines Fazit zum Park und Tipps für euren Besuch. Die Halle vom Tropical Islands hat eine Grundfläche von 66.000 Quadratmetern und dazu kommt der Außenbereich Amazonia mit weiteren 40.000 Quadratmetern. 2019 haben insgesamt 1,3 Millionen Besucher den Wasserpark besucht. Die tropische Halle wird immer auf 26 Grad Celsius erwärmt mit 40-60% Luftfeuchtigkeit. Dazu gibt es noch den größten Indoor-Regenwald der Welt und ebenfalls einen getrennten Saunabereich. Der große Rutschenturm besitzt insgesamt 4 verschiedene Wasserrutschen und ist mit 27 Metern Höhe der höchste in Deutschland. Ganz unten startet eine Breitrutsche mit 2 Wellen für Kinder und Familien. Als nächstes am Turm erreicht man die rote Reifenrutsche mit einer Höhe von ca. 9 Metern. Auf jeden Fall nichts Außergewöhnliches, aber man schwingt in den Kurven gut nach oben. Nochmal 6 Meter höher ist die gelbe Bodyslide, auch eine halboffene Großwasserrutsche. Diese ist mit ihren 142 Metern wirklich sehr lang und macht auch eine Menge Spaß. Man kann eine gute Geschwindigkeit erreichen und schwingt wirklich sehr weit nach oben. Bis zum Ende wird man sehr gut in die Kurven geschleudert und ist auf jeden Fall eine sehr solide Wasserrutsche, wenn man sie mit der richtigen Technik rutscht. Die letzte Rutsche startet ganz oben am Turm, die blaue Turborutsche, die höchste in Deutschland. Es startet mit einer langen Gerade mit ordentlichem Gefälle, wo man eine gute Geschwindigkeit aufbaut. Daraufhin folgt eine Linkskurve, die genauso steil ist. In diese wird man plötzlich eingeleitet und es wirken hohe G-Kräfte. Direkt danach wird man von 70 km spitz abrupt im Auslauf abgebremst. Die Kurve von der Turborutsche war noch vollkommen aushaltbar, aber das Abbremsen ist wirklich sehr unangenehm. Man wird schnell in relativ tiefem Wasser abgebremst und steht auf der Wasseroberfläche auf. Körperspannung halten ist hier auf jeden Fall sehr wichtig. Ich bin die wirklich brutale Turborutsche insgesamt dreimal gerutscht und es hat mir auch vollkommen ausgereicht. Auf Dauer wirklich sehr unangenehm, aber zumindest einmal testen lohnt sich auf jeden Fall für die höchste und eine der besten Turbos in Deutschland. Zugehörig zu dem Außenbereich Amazonia gibt es den Wildwasserfluss Whitewater River. Mit einer Länge von 250 Metern ist es der längste in Deutschland. Der Start von der Rutsche befindet sich auf der linken Seite hinter dem Zugang zum Bereich über die lange Brücke. Um am Start ist immer ein Lifeguard, der den Abstand regelt. Der Wildwasserfluss ist zwar schön lang und nett angelegt und es gibt zum Beispiel auch 2 Aufteilungen der Strecke, wo man sich je für eine Seite entscheiden kann, aber das Rutschen selber ist wirklich alles andere als spannend. Ich habe hier natürlich keinen Fluss wie zum Beispiel im Europabad Karlsruhe erwartet, aber die Anlage im Tropical Island ist wirklich sehr schwach. Man baut wirklich kaum Geschwindigkeit auf und teilweise bleibt man fast stehen, weil viel zu wenig Wasser mit nicht genug Druck in Abschnitten läuft. Jungle Splash ist ein Rutschenturm bzw. Water Playhouse direkt neben der Südsee. Auf 650 Quadratmetern beherbergt es 8 verschiedene Rutschen, die vor allem für Kinder ausgelegt sind. Die von der Firma Polin gelieferte Struktur beheimatet eine Trichterrutsche, 2 halboffene Wasserrutschen, 4 Röhrenrutschen und eine Doppelrutsche. Zusätzlich dazu gibt es einen großen Kippeimer und viele Wassereffekte. Die Oberfläche von den Rutschen ist aber leider sehr schlecht verfugt, was den Spaß stark mindert. Die Trichterrutsche ist auch viel zu langsam und definitiv eine der schwächsten, die ich bisher erlebt habe. Bei der Lagune gibt es ebenfalls 2 weitere Weekend-Röhrenrutschen, welche komplett den Berg entlang führen. Dabei handelt es sich um eine 46 Meter lange Black Hole und eine 33 Meter normale Tunnelrutsche. Natürlich für Kinder und Familien ausgelegt, aber die letztere ist etwas besser mit sehenden Richtungswechseln. Das Tropical Islands ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Der Bereich Tropendorf ist auf die Gastronomie fokussiert und beheimatet viele asiatische Gebäude aus zum Beispiel Bali oder Thailand. Im großen Regenwald gibt es 50.000 verschiedene tropische Pflanzen im Zentrum vom Park mit über 600 unterschiedlichen Tierarten, wie zum Beispiel Fische, Pfaue oder Flamingos. Die Lagune beheimatet eine von den 2 großen Wasserflächen vom Tropical Islands. Zusätzlich zu Hütten aus Bali gibt es auch das 1200 Quadratmeter große Becken mit 32 Grad Celsius Wassertemperatur. Es ist wirklich schön eingewachsen, eingebettet und des Weiteren gibt es Wasserfälle, Whirlpools und Fontänen. Das größte Becken vom Park beheimatet der Themenbereich Südsee. Die Wasserfläche ist 4400 Quadratmeter groß und 28 Grad warm mit einer Länge von 140 Metern. Das Ganze soll ein Atollbecken nachbilden. Rund um das Becken befindet sich ein 200 Meter langer Sandstrand und über 800 Holzliegen. Innerhalb von der Halle gibt es sonst noch den Kinderclub mit kleineren Attraktionen und einem großen Spielplatz. Der Außenbereich Amazonia ist 35.000 Quadratmeter groß und besitzt 2 Thermalbecken, wie auch den Wildwasserfluss und mit Pororoca einen Surfsimulator.
Der Saunabereich von Tropical Islands ist 10.000 Quadratmeter groß und ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Es gibt sehr viele verschiedene Saunen, zum Beispiel eine in 5 Metern Höhe errichtete Baumsauna. Sonst gibt es auch Grotten, Tauch- und Sprudelbecken, wie auch Erlebnisduschen, Massageräume und Solarien. Abgesehen davon besitzt es Tropical Islands ebenfalls einen Spa-Bereich und ein Fitnessstudio. Das Tropical Islands besitzt außerhalb und auch innerhalb Möglichkeiten zu übernachten. Draußen gibt es 250 Ferienhäuser, wie auch einen Campingplatz für Wohnmobile und Zelte. In der Halle gibt es 197 Zimmer und Lodges, wie auch zwei Camps und insgesamt 138 Zelten. Es gibt innerhalb von der Halle ebenfalls eine große Minigolfanlage. Deswegen haben die Gäste für einen Aufpreis die Möglichkeit, per Ballon über die Bereiche zu fliegen. Es gibt einen Korbballon und ebenfalls einen Fesselballon. Die Halle bietet ebenfalls eine große Showlocation. Das Tropical Islands hat eine sehr große Anzahl an Umkleiden mit kostenlosen Schließfächern, die mit den Armen verschlossen werden können. Damit kann ebenfalls überall im Park ohne Bargeld bezahlt werden. Das Tropical Islands befindet sich ca. 70 km südlich von Berlin, mit dem Auto ca. eine Stunde entfernt. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich der Park super erreichen. Direkt von Berlin kann man mit dem Zug zum Bahnhof Brand Tropical Islands fahren. Von dort aus gibt es einen kostenlosen Shuttlebus, der abgestimmt auf die Züge fährt und alle Gäste zum Park bringt. Der Bus hält ebenfalls an den Übernachtungsstandorten und Parkplätzen. Eine Tageskarte kostet 47 Euro bzw. 37,50 Euro im ermäßigten Tarif. Kinder bis 5 Jahre sind kostenlos. An Wochenenden und Feiertagen kostet der Eintritt 2 Euro bzw. 50 Cent mehr. Aktuelle Ticketpreise findet ihr natürlich auf der Homepage, genauso wie Übernachtungskosten und so weiter. Der Park hat 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag geöffnet. Tagesgäste dürfen sich im Dome von 8 Uhr bis 23.30 Uhr aufhalten. Es ist definitiv empfehlenswert, so früh wie möglich am Park zu sein, aber in der Regel ist diese immer voll und liegen ist wirklich schwer zu bekommen, vor allem am Vormittag. Die Turborutsche ist eigentlich immer leer, aber am Wildwasserfluss, den höheren Rutschen vom Playhouse und ebenfalls den beiden größeren Rutschen vom Rutschenturm können Wartezeiten auch höhere auftreten. Auf jeden Fall ist es wichtig, rechtzeitig und so weit wie möglich im Voraus Tickets online zu buchen. Es ist auf jeden Fall sehr gut mit dem Städtetrip nach Berlin kombinierbar und mit ÖPNV sehr entspannt zu erreichen. Es ist natürlich immer am besten, auch bei anderen Parks, diesen unter der Woche in der Nebensaison zu besuchen, was durch die durchgehende Öffnung auch kein Problem darstellt. Das Tropical Islands ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Wasserpark mit der riesigen Halle. Er ist wirklich sehr groß und sehr schön gestaltet. Die Wasserflächen sind ebenfalls riesig, aber bei den Besucherzahlen noch absolut notwendig. Definitiv gibt es aber viel zu wenige Liegeplätze bzw. allgemein noch Ablagen. Und viel Platz in der Halle wird für Übernachtungsmöglichkeiten wie die Zelte verwendet. Auch der tropische Regenwald im Zentrum von der Halle ist wirklich sehr besonders und es lohnt sich, diesen anzuschauen. Von Wasserrutschen her hat mich das Tropical Islands aber eher weniger überzeugt. Die Turborutsche ist super, aber die Landung ist zu extrem, weshalb sie sich nicht für wiederholendes Rutschen eignet. Die beiden großen Edelstahlrutschen am Rutschenturm sind gut, aber abgesehen davon ist die Auswahl eher enttäuschend. Das Water Playhouse hat zwar eine große Anzahl an Rutschen, aber die schlechten Fugen mindern den Spaß und der Trichter ist wirklich sehr langweilig. Auch der Wildwasserfluss war leider trotz der Länge eher enttäuschend. Ich habe das Tropical Islands Anfang Januar 2022 für ca. 5 Stunden besucht. Die Zeit war vollkommen ausreichend und ich konnte alles, was ich wollte, mehrmals testen. Der Park war wirklich sehr gut besucht und es kam zu Wartezeiten, aber trotzdem war es in einem angemessenen Umfang und alles war relativ sauber. Empfehlen kann ich einen Besuch auf jeden Fall, auch wenn der Eintritt natürlich sehr teuer ist. Die Wasserrutschen sollten auf jeden Fall nicht der Hauptgrund für den Besuch sein und ihr solltet der Park in Zukunft auf jeden Fall erweitern, um das Angebot zu verbessern. Der Platz dafür wäre auf jeden Fall vorhanden. Auch von der Gestaltung und den Wasserflächen auf jeden Fall einer von den besten Indoor-Wasserparks in Europa. Ich bin definitiv sehr froh, das Tropical Islands endlich besucht zu haben und vor allem die Turborutsche selber zu testen, aber trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass ich im Park in näherer Zukunft einmal besuchen werde, auch wenn es mir sehr gefallen hat. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie euch der Wasserpark gefällt. Link zur Website in der Beschreibung. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr dies ebenfalls gerne stellen, um mich weiterzuhelfen. Und sonst, falls ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.